Also, es gibt ja eine lustige Anekdote. Wie hat Furtwängler Beethovens fünfte Sinfonie dirigiert? Furtwänglers Dirigieren war völlig anders als jenes von anderen Dirigenten. Während andere, er konnte das natürlich auch ganz präzis den Takt angeben, versuchte er und mit Erfolg durch Gesten, die dem eigentlichen Einsatz vorausgingen, die Atmosphäre zu schaffen und dann einen unglaublich vollen und intensiven Klang zu erzeugen, der aber niemals metallisch hart war. Und so, das war wirklich unfassbar. Zum Beispiel die fünfte Sinfonie fängt ja auch mit einem ganz klaren Motiv an. Ta-ta-ta-ta, falls Sie es nicht kennen sollten, nicht wahr? Und es geht weiter. Ta-ta-ta-ti-ti-ti-ta. Ja, und was macht Furtwängler? Ba-ba-ba-ba, plötzlich waren die alle da im richtigen Tempo. Man hat sich gefragt, wie ist das möglich? Und da ist es ganz interessant, man hat natürlich auch die Orchestermusiker gefragt, ja, wie macht ihr das? Nur die Berliner sagen, das ist ganz einfach. Wenn er so anfängt, zählen wir bis vier und bei vier fangen wir an. Eins, zwei, drei, ta-ta-ta-ta. Und die Wiener, wie machen das? Na, wir lassen ihn eine Zeit lang herumfuchteln und wenn uns die Geduld ausgeht, dann fangen wir an.